herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Bereits zum Wochenauftakt hat sich der DAX von seiner besten Seite präsentiert, ist wieder über die 13.000-Punkte-Marke geklettert und er knüpft an diese Gewinne heute weiter an. Das erste Mal seit Februar ist der DAX nicht nur über der 13.200, sondern zeitweise auch über der 13.300-Punkte-Marke unterwegs gewesen. Im Tageshoch haben wir ihn schon bei 13.314 Zählern gesehen. Aktuell sehen wir ihn bei 13.226 Punkten. Ja, wir sind zurückgekommen. Das ist aber trotzdem noch ein Plus von 1,4%. Wir hatten gute Vorgaben. Wir haben aber vor allem eine Einigung vom EU-Sondergipfel auf das größte Haushalts- und Finanzpaket der Geschichte von Seiten der EU. Das ganze Paket umfasst 1,8 Billionen Euro und soll vor allen Dingen eben die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und dieser Konjunkturoptimismus, den man zuletzt ja auch schon gesehen hat, der macht es, dass man quasi diesen Rücksetzer aufgrund der Corona-Krise jetzt komplett wieder ausgebügelt hat. Wir werfen jetzt einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir heute an Platz 1 das Papier von BioNTech, gefolgt von Bayer, Nikola, Wirecard und Tesla. Und wir werfen einen Blick auf Nikola. Die Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie, sie steckt ja noch in den Kinderschuhen. Und um dieser Technologie zum sektorübergreifenden Durchbruch zu verhelfen, braucht es vor allem Verbesserungen auf der Kosten- und Effizienzseite. In den USA kommen unter anderem Nikola jetzt in den Genuss von weiterer Fördermittel. 1 Million US-Dollar bekommt Nikola zur Unterstützung eben genau dieses Prozesses. Die Finanzierung stemmt das Office für energieeffizient und erneuerbare Energien. Ein weiterer Wert, auf den wir schauen, ist Bayer. Man ist im Berufungsverfahren zum Urteil im ersten US-Prozess um angeblich krebserregende glyphosathaltige Unkrautvernichter. In diesem Berufungsverfahren wurde die Strafe für den Konzern, also Bayer, jetzt nun drastisch reduziert. Das wird sehr positiv gewertet. Der Schuldspruch, der wurde aber nicht aufgehoben. Und das war eigentlich auch eine Seite, die Bayer wollte. Und somit wird das Ganze jetzt erst einmal als Teilsieg an der Börse aufgenommen. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Auch da an Platz 1 das Papier von BioNTech, gefolgt von Wirecard, Daimler, der Commerzbank und Siemens. Die Einigung der EU auf eben einen Wirtschaftsfonds, der besonders betroffene Länder bei der konjunkturellen Erholung unterstützen soll, verleiht vor allen Dingen eben auch der Commerzbank-Aktie heute Auftrieb. Sie springt über die 200-Tage-Linie. Bei der Bank selber, da gibt es die Zahlen am 5. August zum zweiten Quartal. Aber nur 2 Tage vorher wird der Aufsichtsrat Stefan Schmidtmann sein Amt niederlegen. Bisher zeichnet sich allerdings noch nicht ab, wer denn tatsächlich der Nachfolger werden könnte. Und erst nach dieser Personalie wird dann geklärt, wer eben auch die Neubesetzung des Vorstandspostens sein könnte. Sofern es also keine weiteren Überraschungen gibt, bei der Commerzbank stehen weniger die kommenden Zahlen, sondern die Führungsfrage und vor allen Dingen dann eben auch die weitere strategische Ausrichtung im Mittelpunkt. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.